Ach, Rust Devils. Oder auch nicht. Ah, Gressotron im Anmarsch. Ich spüre, dass uns jemand beobachtet. Mhm. Ich häng irgendwie fest. Da drüben! Auf sie! Ist kein Aggressotron, ist einfach nur ein Rust Devil. Blut im Auge? Kenne ich. Wie die alle schön noch Elektroschaden kriegen. Schön. Warte mal. Oh, das wollte ich nicht. Du bist nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Okay, warum waren die jetzt da in dem Haus drin? Ich weiß es nicht. Und wie sind die da rausgekommen? Durch die Wand geglitscht wahrscheinlich. Ein Schrottbot. Der gehört aber zu denen dazu, oder? Plünderer. Auch gerade etwas merkwürdig. Doch, ein Aggressotron. Hat MacCready den echt mal umgehauen? So, was haben wir jetzt hier? Das ist auf jeden Fall nicht die Parsons. Das war Sandy Cove Sanatorium. Ja gut, okay, komm, was soll's. Ich würde aber dann ganz gerne die MacReady-Quest mal so ein bisschen vorantreiben. Dass der noch eine Familie hat und vor allen Dingen, warum hat er sie dann alleine gelassen? Der hat ja noch nicht von Anfang an erzählt, er sucht ein Heilmittel für sein Kind. Ganz, ganz merkwürdig gerade. Was ist los mit dem Jungen? Dieser Ort gefällt mir gar nicht. Wir sollten nicht hier sein. Rezeptionist. Ist das schon wieder was Gruseliges? Willkommen im Sandy Cove Sanatorium. Wie kann ich Ihnen helfen? Anmelden. Oma besuchen. Oh komm, just for fun. Anmelden. Aber Oma besuchen. Ich würde gerne Oma besuchen. Ich melde mich an. Meine Familie hat den Papierkram schon erledigt. Gladys Zimmerschlüssel. Was? Willkommen. Sie erhalten Gladys altes Zimmer. Nehmen Sie die Hintertreppe. Erste Tür links. Einen schönen Tag noch. Was ist das hier? Okay. Warte mal, können wir hier Dings zurückgeben? Aber wahrscheinlich auch nichts Tolles, was man hier kriegen kann, ne? Wir geben mal in Bücher zurück. Ja, wollen wir. 3 Bücher, 15 Marken. Was kriege ich hier? Schrott. Ist das die Hintertreppe? Wer ist das? Oh. Mortimers. Safe-Schlüssel. Oh Gott, was ist denn hier los? Ist das Mortimer? Hi. Guten Tag. Na? Alles gut? Biometrischer Scanner, was? Okay, das ist ein bisschen beängstigend. Safe-Schlüssel. Da sind Fische drin und eine Angel. Hm. Okay, wo könnte der Safe sein? Da ist eine Planke. Und ein Bleirohr.
Das ist ja etwas noch gruseliger als das, was wir eben schon hatten. Okay. Warte, was ist da in der schicke Haarbürste? Nochmal Haarklammern. Ob die wohl an Altersschwäche gestorben sind oder beim Einschlag gebraten wurden? Tja. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ziemlich beängstigend gerade. Das ist meine willkommene Abwechslung. Hallo? Gott. Das ist ein Fahrstuhl. Sauberes grünes Kleid. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich sehr traurig gewesen, wie die hier eventuell zu Tode gekommen sind. Das ist die Frage, ne? Da kann man auch hoch. Was? Miezekatze? Mieze? Mieze? Ich werde Mieze. Mieze, wer bist du? Hi, Katzi. Und hier sind auch drei Catherine's Safe-Schlüssel. Verdammt nochmal, ja. Und drei Näpfe. Ja, Mieze. Hi. Na, du kleine Mieze-Katze. Und das Bild an der Wand. Hi. Okay, wo sind denn die ganzen Safes? Hier in den Zimmern scheinen die nicht zu sein. Ach, noch eine Mieze. Okay, war das die Katzenlady, die hier gewohnt hat? Ach, Gladys Zimmerschlüssel. Oh, Gladys war bis an die Zähne bewaffnet, wenn ich das richtig sehe. Alter Falter. Und eine Armeeuniform. Oh. Gladys war anscheinend mal bei der Army. Kann das sein? Spätausgabe. Splittergranaten. Okay. Warte, Sammler? Baseball? Okay, nehme ich mit. Ich frage mich, ob wir in Diamond City noch welche abgeben können. Da ist nichts, da ist noch Seife und Zahnpasta. Kann man in der Apokalypse auf jeden Fall gebrauchen. Okay, warte, das wäre dann der die Hintertreppe gewesen. Da ihr süßen kleinen Mieze-Katzen. Anscheinend geht sie dabei ganz gut hier, ne? Wenn ich mal was von deinem wertvollen Zeug für dich tragen soll, sag es einfach. Wo sind denn die anderen Safes? Ja. Ethels Safe-Schlüssel, wo sind die Safes? Wo nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Das sind Safes. Safe-Schlüssel. Wo sind die denn? Okay, Mikrofon funktioniert. Oh Gott sei Dank. Wo sind... Da ist ein Teddybär drin? Okay. Wo sind denn die Saves dazu? Ja. Oh nein. Ach, komm schon. Oh, alles klar. Irr. Hab ich gar nicht gesehen. Weil ich auch noch gar nicht war. Ein Jagdgewehr und Randalls Safe-Schlüssel. Okay, wo sind die Safes? Jetzt will ich es aber wissen. Haarklammern Redaway. Ach, neue Besucher. Willkommen im Sandy Coves Sanatorium. Kampf initiiert. Sie müssen terminiert werden. Was? Ist da jemand festgestellt? Was ist denn da los? Sünds? Was? Ah.
Was ist denn hier los? Warum Sins? Sie haben sicher schon viel Angst. Nein, ich habe keine Angst. Was wollt ihr hier? Das wird nicht lang dauern. Und warum haben die... Nein! Und? Was? Nein, ich will nichts von MacReady. Kannst du mal bitte aufhören? Okay. Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Was wollen die denn? Oh, die haben ordentlich was dabei. Wo sind die verdammten Safes? Oh Gott. Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie doch auf natürlich, also was heißt natürlichem Weg, dass die durch den Einschlag getötet wurden, steigt jetzt gerade. Aber, Staubsauger gibt es nicht ohne Grund, weißt du? Ja, es gibt hier keine Staubsauger. Es sei denn, du redest davon, wenn ich Sachen einsammle. Das kann natürlich auch sein. Siehst du ja. Wo sind denn die Safes? Okay, gucken wir mal. Rezeptionist, oh Mann. Hier haben wir angefangen, ne? Genau, da habe ich mich dann vorgearbeitet. Hier war ich noch gar nicht. No. Zur Hölle sind sie! Das ist eine Red-Kakerlache, ja. Hm. Oh, Kronkappen. Das brauchen wir gar nicht. Hier ist noch ein Aufseher. So, aber hier war ich ja schon wieder, ne? Nach oben müssen wir nicht mehr. Da war, haben wir uns schon alles angeguckt. So, pass auf. Aber da war noch was. Hier ist die Küche. Okay, der Koch ist auch schon ein bisschen länger tot. Hier sind die Safes. Yay. Okay. Margaret's Safe. Ich habe den Schlüssel nicht. Oh, wir brauchen noch einen Schlüssel. Randall's Safe müsste gehen. Jed und Mantids. Okay. Catherine müssten wir auch haben. Da ist Radaway drin. Edward. Bekomme ich nicht auf. Was? Ich habe den Schlüssel auch nicht. Mortimer, Buff Out, Ethel, Jed und Mantids. Im Ernst jetzt? Dann habe ich doch noch nicht alles gefunden. Warte mal, vielleicht kriegen wir es auch so auf. Dann. Fuse. Wayne. Side. Bin drin. Alles klar. Erinnern Sie die Bewohner bitte daran, dass sie ihre Schlüssel benötigen, um ihren Safe öffnen zu können. Erinnerung an verlorene Safe-Schlüssel. Wenn ein Bewohner seinen Safe-Schlüssel verliert, empfiehlt sich die Suche nach seinem an seinem üblichen Versteck. Catherine 205 bei ihren Katzenfressnäpfen. Haben wir gefunden. Edward 106 hinter seiner Schreibmaschine. Ethel 203 unter ihrem Malpinsel, Margaret 104 unter ihrem Dünger, Mortimer 101 in seinem Lieblingsmodellschiff, Randall 201 unter den Hirsch, unter der Hirschkopf-Trophäe. Sicherheitsalarme?
Gladys. Gladys ist jetzt dreimal weggelaufen. Ich glaube, das macht sie, um uns daran zu erinnern, dass sie noch gefährlich ist. Ich schwöre, die hat irgendwo in ihrem Zimmer Sprengstoff versteckt. Oh ja. Diese Mr. Handys machen mich wahnsinnig. Nie schaffen sie es, die Bushaltestellenattrappe draußen auf Entflohenen zu überprüfen. Die Bushaltestellenattrappe? Wie gemein. Irgendwann wird die Polizei rausfinden, warum unsere Bewohner auf den Straßen herumlaufen. Warum tun sie das? Sicherheitstürsteuerung? Tür öffnen. Okay, wir müssen tatsächlich die Schlüssel finden. Ja! Massachusetts Chirurgenblatt. Du verursachst dauerhaft plus 2% Körperteilschaden. Happy Sedation Special. Oh, das ist so süß. Pax-Spritze? Frieden? Pax heißt doch Frieden. Okay. Gut, ich muss nochmal wieder nach oben, um die anderen Schlüssel zu finden. Sündanführer. Aber was machten denn die Sünds? Also den haben wir gefunden. Das war jetzt hier in dem Boot drin. Das war, glaube ich, kein spezifisches Zimmer. Kann das sein? Ich glaube... Na, hallo? Wieso komme ich jetzt hier nicht richtig hoch? So. Oh. Hä? Okay. Das war Gladys Zimmer. Das hatten wir auch gefunden. Ja, nicht runterfallen. Und da ging es schon wieder runter. Das bei den Katzennäpfen hatten wir auch gefunden. Hi, Mietzekatze. Ja, den hatten wir auch gefunden. Dann war noch einer bei den... das wollte ich gar nicht. Warte, das war Gladys. Da ging es nach unten. Dann geht es jetzt doch noch hier weiter. Kommen wir hier durch. Ja, wieder zurück. Hier waren die Trophäen. Hatte ich den? Ich glaube, das war der, der in der Ecke unterm Kissen hing. Ne? Genau, unter den Trophäen. Also haben wir den auch. Das war das Bespaßungszimmer. Ja, wir sollten schleunigst weg von hier. Jetzt gleich wäre perfekt. Warum denn? Hatte ich das hier auch gefunden? Ich bin mir jetzt echt nicht mehr so sicher. Ich glaube, ne? Hier war auch da ein Schlüssel dazwischen, oder? Bei dem Malpinsel, genau. Da war ein Malpinsel. Verdammt. Da sind vielleicht doch noch unten die anderen. Katzennäpfe. Der ist leider verbrannt. Dann müssen die restlichen unten sein. In den Zimmern. Hatten wir hier bei den Blumen irgendwas übersehen? Vielleicht unten drunter? Oder habe ich den schon? Oh, siehst du, jetzt weiß ich nämlich nicht mehr aus welchem Zimmer. Unterm Dünger. Da. Bingo. Margaret's Safe-Schlüssel. Alles klar. Und einer fehlt uns noch. Einer fehlte noch. Mensch, McCready. Muss auch hier unten sein. Der Putzroboter den Tag freigenommen? Das war der Aufenthaltsraum. Unter der Schreibmaschine? Ja. Na, also. Edward, jetzt haben wir's. Ganz viele Boston Bugles. Oh, ein überfälliges Buch. Ganz viele Boston Bugles hier. Hier war ich noch mal gar nicht drin. Da ist noch ein überfälliges Buch. Ziemlich ruhig hier. Da ist noch eins. Etwas Furchtbares passieren wird. Hier ist schon was Furchtbares passiert. Den Wecker nehme ich gerne noch mit.
Da ist nichts drin. Nee, ich dachte, da wäre noch eine Notiz. Gut, dann haben wir es. Dann, warte mal. Hier und hier durch. Und hier. Dann können wir die letzten beiden Saves auch nochmal eben öffnen. Okay, das ist natürlich, ja. Catherine, was? Ja, Edward's safe. Alles klar. Maddox und Psycho. Ja, das ist, gut, ich mache mir jetzt mal keine Sorgen, weil da ist noch ein Aufseher und der wird sich ja wohl hoffentlich um die Katzen kümmern. Und die Katzen können sich auch, glaube ich, ganz gut um sich selber kümmern. Was ist hier? Geschafft. Oh. Stimpack. Das war's. Ja, sieht so aus. Das war jetzt mal irgendwie wieder traurig, aber andererseits auch irgendwie wieder eine witzige Episode dazwischen. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Da wäre immer noch die Parsons Irrenanstalt. Ich überlege gerade, ob wir da McCready ruhig mitnehmen sollen, weil das ist mit ihm echt schwierig. Na, ich... Das ist die Attrappe. Oh Mann. Todes- und Gehstock. Todeskrallenhaut. Das ist ein Barneys Geschütze. Da drüben ist noch irgendeine Fabrik. Okay, das ist dann hier. Das heißt, würde ich sagen, haben wir das hier so mehr oder weniger abgeschlossen. Dann gehen wir mal wieder zurück und dann da noch ein bisschen weiter, weil da sind ja noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall entdecken können. Ja, dann... Kommen wir auch dann irgendwo in die Nähe, dass wir das Todeskrallenei wieder wegpacken können. Also ich packe es natürlich weg, weil ich werde garantiert nicht den Gunnern das Ei überlassen. Warte, das ist aber da oben, ne? Und was ist das hier? Sehe ich gerade nicht, egal. Und erstmal das da oben auf der Spitze an. Komme ich hier hoch? Das ist definitiv ein Parkplatz. Und hier ist so ein Campingplatz, okay. Ja, ihr seht ganz schön gruselig aus, ihr kleinen Piepmetze. Okay, da ist ein Nuka drin und Nuka Cherry. Das scheint so ein kleiner Imbiss gewesen zu sein. Oh, ich habe schon lange keine Wörtibirds mehr gehört. Das ist eigentlich ganz angenehm. Du denn Antiquitäten? Na, dich nehme ich doch auch mit, McCready. So, was ist hier unten? Warum kann ich hier runter? Vielleicht doch mal darüber schwimmen oder sowas? Aber es kann das so toll sein, was man hier kriegt? Ich weiß es nicht. Lohnt es sich, das zu machen? Also ich gehe jetzt nochmal eben hier runter, ja.
sind Haarklammern zum Beispiel drin. Da ist sonst nichts weiter. Und da kann ich wieder raus? Okay. Gut, dann nehme ich die Haarklammernbox doch eben nochmal mit. Aber das war es auch schon, ne? Ja. Okay. Dann da die... Was war das? Das war ich, glaube ich, ne? Da ist noch eine Brücke. Da die Häuser. Da könnte da irgendwas sein. Das müssen wir uns nochmal angucken. Aber ansonsten da die Fabrik. Sieht schon wieder interessant aus. Wobei, die kommt mir irgendwie... Aber vielleicht sind die einfach ähnlich aufgebaut. Das kann natürlich sein. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Okay, wer sitzt hier? Mal vorsichtshalber. Habe ich Licht an? Nein. Okay, ich sehe hier draußen gerade niemanden. Beruhigt. Das ist eine Raider-Leiche. Mann, ich könnte echt eine Zigarette vertragen. Du raus, MacReady? Das sind Raider. Warum sind das Raider? Mit Klinge. Ich habe eben gerade mit Klingel gelesen. Ja, genau. Einen Schlagring mit Klingel, um anzukündigen, dass man jetzt zuhaut. Ja, die können sie behalten. Okay. Makra Fischverpackung. Wer hat jetzt... Die sind ja eindeutig erschossen worden. Wenn hier aber Supermutanten wären, dann würden hier schon die ganzen Fleischsäcke rumliegen. Also von daher würde ich jetzt auch nicht mal auf Supermutanten... Was sind Scanner? Scanner würden Raider abschlachten, ne? Definitiv, die würden ja sowieso alles abschlachten, was geht. Durch das große Tor kommen wir nicht, aber hier kommen wir rein, alles klar. Ich würde mich trotzdem erstmal eben ganz gerne draußen umgucken. Also Raider würden hier draußen Patrouille laufen, genauso wie Supermutanten. Gunner aber doch eigentlich auch. Ich bin jetzt sehr, sehr stark irritiert. Wer von den ganzen Gruppierungen hat es denn nicht nötig, draußen rumzulaufen? Und, tja, alles abzusichern. Wir könnten auch übers Dach rein. Oh, da ist ein Leuchtender. Oh, der sitzt da auf dem Pier, ganz alleine. Mit einer Blechdose und einem Alukanister. Waffe entsichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ja, ich habe darüber entschieden, dass er sich jetzt nicht mehr alleine fühlt. So, basta. Ich schwimme da jetzt aber auch nicht hin, um den zu looten. Kann sein, dass das ganz toll ist und sich auch lohnt, aber nein, ich schwimme da jetzt nicht hin. Und ich gehe auch nicht oben rein. Wir gehen jetzt direkt vorne durch die Tür. Ich will jetzt wissen, wer so viel Selbstvertrauen oder was auch immer hat, dass er meint, nicht unbedingt hier Wachen draußen aufstellen zu müssen. Und ich hätte eine andere Waffe nehmen sollen, weil mit dem Sniper ist das jetzt auch nicht gerade besser. Da ist eine Splittermine. Okay, das ist aber nichts Ungewöhnliches. Das machen Gunner wie Raider. Okay, ich muss mal die Splittermine wegnehmen. Ich kriege auch niemand anderen ins Visier. Ganz merkwürdig. Das ist meine willkommene Abwechslung. Hier drin
kann man sich beim Denken zuhören. Okay. Mhm. Importe. Juli 2077, Kabeljau, durchschnittlich 125.000 Pfund pro Tag, Angebot gleichbleibend. Schellfisch, 75 Pfund pro Tag, Angebot im Vergleich zum Vormonat erhöht. Boston Blue, 100.000 Pfund, Angebot gleichbleibend. Flunder, 65.000 Pfund, Angebot gleichbleibend. August, 130.000 Pfund pro Tag, Kabeljau, im Vergleich zum Vormonat erhöht. Verringert, erhöht, gleichbleibend. September. 145.000 erhöht, verringert. Angebot gleichbleibend, dürfte im Oktober aufgrund von Wanderbewegungen abnehmen. Okay. Ja, das sind so. Es müsste sich aber doch theoretisch was verändert haben, oder? Durch die Spannung. Bestand nimmt leicht zu, nimmt leicht ab, Bestand gleichbleibend. Bestand nimmt zu. Tja, nachhaltiges Fischen, ne? Oder was soll das sein? Okay, das ist aber jetzt eher was darüber, wie viel gefangen wurde, nicht wie viel wirklich exportiert wurde. Bestand nimmt rapide ab. Okay, naja. Das ist jetzt gerade ganz komisch. Wir stoßen auf niemanden. Geschafft. Wow, das... nein! Was mache ich denn da?